Hi, also wir sind Geschwister. Ich heiße Apolline bzw. Polina und das ist Anton. Ich bin 18 Jahre alt und du bist... Ja, ich bin 15. Unsere Eltern sind Russen, sind aber 1998 nach Kanada gezogen und dort haben wir gelebt, bis ich 10 Jahre alt war und dann sind wir nach Berlin gekommen. Und nach Berlin sind wir einfach gekommen aufgrund der Arbeit unserer Eltern. Und außerdem habe ich ganz viel Ballett gemacht und auf der Ballettschule in Berlin wurde ich dann angenommen und kam dann darauf. Ich bin zurzeit in der Abiturphase und mache jetzt mein 12. Ausbildungsjahr, also beziehungsweise gymnasiales Jahr fertig. Ich bin noch 19, also ja. Okay. Pauline, Sie haben gerade Abitur gemacht. Was haben Sie so vor im Leben nach der Schule? Möchte ich ein Jahr aussetzen und wahrscheinlich verreisen, sozusagen ein FSJ, ein freies soziales Jahr machen, was bedeutet, dass ich zum Beispiel nach Asien gehe oder nach Lateinamerika. Ich kann aber auch genauso nach Afrika gehen. Dort werde ich zum Beispiel als Lehrerin eingesetzt. Es gibt ganz unterschiedliche Richtungen, also davon, was man machen kann. Und ich fahre wahrscheinlich entweder nach Sri Lanka oder vielleicht nach China. Und ansonsten, was mich auch ganz interessiert, ist halt Lateinamerika, Brasilien sowie auch Argentinien. So, ich bin mir sicher, dass einige von Studenten auch Fragen haben. Bitte sehr. Hallo, mein Name ist Paulina Auch. Was ist Ihre Lieblingsstadt in Deutschland? Also ich persönlich mag Berlin sehr und könnte es mir auch nicht wirklich vorstellen, in einer anderen Stadt in Deutschland zu leben. Zum Beispiel in Hamburg oder München, da mir diese Städte weniger gut gefallen. Berlin allerdings finde ich wirklich toll und könnte es mir auch vorstellen, da ganz, ganz lange zu leben. Berlin ist auch ganz, so, ganz angenehm und finde ich auch persönlich, dass das die schönste Stadt in Deutschland ist. Also nicht die schönste, aber die angenehmste fürs Leben. Aber ich finde auch München ganz gechillt. Gefällt euch das Bildungssystem in Deutschland? Ich persönlich finde das Bildungssystem in Russland sogar wirklich sehr gut. In Deutschland ist es ein wenig komplizierter. Wir haben verschiedene Teilungen, zum Beispiel Gymnasien sowie auch Sekundarschulen. Also nach der Grundschule teilen sich die Menschen quasi und gehen entweder aufs Gymnasium oder auf die Sekundarschule. Ich persönlich bin auf dem Gymnasium, was mir auch eine sehr gute Basis bietet, quasi um später studieren zu können, weil ich es ja auch mit Abitur abschließe. Hier habe ich mich auch spezialisieren dürfen. In den letzten 2 Jahren habe ich mich auf Biologie und Chemie sowie auch Englisch spezialisiert. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wie erleben Sie sich als Kanadier, Russe, Russin oder als Deutsche oder als jemand dazwischen, als Kanadier, Russe, Deutscher, Russe? Fühlen Sie sich eindeutig einer Kultur zugehörig? Also ich persönlich empfinde mich als Kanadierin mit russischen Wurzeln, welche zurzeit in Deutschland lebt, da ich nicht weiß, wo ich in 10 Jahren leben werde. Vielleicht in Frankreich oder in England oder wieder in Kanada oder in den USA. Das kann ich heute leider noch gar nicht sagen, denn das ist davon abhängig, wo ich studieren werde. Was ich auch noch nicht ganz genau weiß, muss ich sagen, dass ich es toll finde, dass wir halt so ein breites Spektrum an Kulturen haben in uns, sowie auch so viele Sprachen und Traditionen und das genieße ich persönlich sehr. Welche deutschsprachige Schnittstelle sind heutzutage in Deutschland besonders beliebt? Es hängt ja davon ab, was du für Bücher magst, also beziehungsweise welche Literaturrichtung du selber magst, welches Genre, welche Art von Buch du jetzt meinst. Es gibt ja auch ganz bekannte deutsche Schriftsteller, also die deutschsprachig geschrieben haben, wie Franz Kafka oder weiß ich, Schiller oder Goethe, aber ansonsten ist zurzeit zum Beispiel Wolfgang Herrndorf, yes, ist ein ganz bekannter Schriftsteller gewesen, der ist jetzt leider verstorben. Und außerdem lese ich zum Beispiel jetzt ein Buch von Benedict Wells, der hat 2016 erst einen Literaturpreis gewonnen und das Buch heißt Vom Ende der Einsamkeit, glaube ich. Genau, und das finde ich auch persönlich sehr gut. Vermissen Sie Russland manchmal? Also, ich persönlich nicht wirklich, weil ich hier eigentlich nie gewohnt habe, also nicht gelebt habe. Also,
Ich weiß jetzt auch nicht so viel über Russland, also über das alltägliche Leben hier. Und persönlich gefällt mir mehr Deutschland und Kanada als Russland, also wie ich es auch so von außen sehe. Trotzdem gibt es auch Momente, wo wir merken, dass wir trotzdem diese Tradition in uns tragen, zum Beispiel die Sprache, sowie auch Literatur, sowie auch Musik, sowie auch einfach die Mentalität, der Humor und so weiter. Das haben wir alles in uns drin und das vermisst man manchmal auch. Natürlich auch die Familie, ja. Und unsere Omas, unsere Opas und unsere Cousinen. Und